Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Vielen lieben Dank an Harry und Claudia an der Stelle, die mir nämlich diese Sachen, die jetzt in dem Sackerl, das ich gerade in der Hand hielt, zukommen haben lassen. Ganz kurze Story, ganz kurzer Beginn. Ich habe ja erzählt, dass ich grundsätzlich sämtliche Cape Light Media Books in meiner Sammlung habe, dass ich aber manchmal bei einigen Titeln, die mich jetzt, sagen wir mal, nur so peripher tangieren, gerne darauf warte, dass sie etwas günstiger angeboten werden. Und plötzlich bekam ich vor ein paar Tagen eine WhatsApp-Nachricht vom lieben Harry, der mich gefragt hat, ob ich zufälligerweise schon das Cape Light Media Book von Pancho Vita Reitet habe. Und ich sagte, nein, das war nämlich genau eines, wo ich gewartet habe. Meinte er, ja, wenn ich will, kann ich eines von ihm haben. Er hat es nämlich irgendwie doppelt bekommen und damit kann ich ein Exemplar günstiger haben. Sag ich, ja, passt, klingt nach einem super Deal. Und dann habe ich die liebe Claudia getroffen und sie hat mir das gebracht, aber damit nicht genug. Harry und Claudia haben in dieses Säckchen auch noch ein paar andere Dinge getan, mit denen sie mir eine Freude machen wollten, die wir uns gleich anschauen. Aber zuerst eben einmal ein Blick auf das Hauptmediabook. Pancho Villa Reitet, eben ein Film mit Yul Brynner, unter anderem mit Herbert Lohm, Charles Bronson. Da weiß man natürlich dann schon auch, warum Cape Light sich um die Rechte an dem Film bemüht. Und ich muss ja sagen, wie gesagt, habe immer wieder gesagt, ich bin kein riesengroßer Western-Fan, aber ich habe eben wirklich in der letzten Zeit einmal durch die Western Arrabbiata-Reihe von Play on Pictures beziehungsweise eben andere Filme und Releases immer wieder mehr mitbekommen, dass Western tatsächlich auch mir durchaus gefallen können, und deswegen werde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen öfter dazu übergehen, mir die Filme dann auch tatsächlich anzuschauen und sie nicht nur in der Sammlung zu haben, zwecks Vollständigkeit, wie eben zum Beispiel bei Cape Light. Aber wie gesagt, da habe ich das Mediabook eben ein kleines bisschen günstiger bekommen, als es aktuell sonst angeboten wird, aber die Warnschätze warten dann noch da drinnen, denn Harry hat mich dann eben gefragt nach ein paar Titeln, ob ich die schon in meiner Sammlung habe, und ich habe gemeint, nein, davon habe ich noch gar nichts, und dann landeten sie in meiner Sammlung. Hier beispielsweise von Sam Mendes, dem James Bond, glaube ich, Regisseur, produziert mit Halle Berry, Benicio del Toro und David Duchovny, nämlich der Film Things We Lost in the Fire, ein Film, von dem ich, glaube ich, noch nicht einmal auch nur ansatzweise irgendetwas gehört habe, wo aber der Cast auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant klingt. Außerdem habe ich dann hier drinnen, sogar noch original verpackt, den Film Relative Strangers, auch da mit Neve Campbell, mit Danny DeVito, Kathy Bates, wirklich gut besetzt, interessanterweise. Auch das, vor allem soll das eine Komödie sein vom Autor von Meine Braut, ihr Vater und ich. Womöglich jetzt, so wie üblich, wenn quasi derselbe Autor das nachfolgt, dass es dann nicht dasselbe Gag-Feuerwerk ist. Aber, schaut mal, allein das macht mich doch nostalgisch. Das alte, kleine FSK-Logo hinten drauf, das allein reicht irgendwie schon, um dem Sammler in mir eine Freude zu machen, vor allem wenn ich dann schon sehe, dass es bei der DVD innen ein ganz normales Design gibt. Etwas, das mir tatsächlich in der Zeit der großen FSK-Flatschen einfach extrem abgeht, immer wieder. Dann habe ich große Erwartungen an einen quasi gleich heißenden Film von Alfonso Cuarón mit Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow, Hank Azaria, Anne Bancroft, Robert De Niro. Okay, interessant. Also zumindest bei der Starbesetzung wäre ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass es so leicht möglich wäre, mir einen Film nach dem anderen zu servieren, von denen ich noch nicht einmal gewusst habe, dass sie ansatzweise existieren. Das klingt fast so, als würde ich gerade mit Krischi in der Liste der 250 besten Filme aller Zeiten in der IMDb unterwegs sein, wobei irgendwie klingt der Film so, als könnte er sogar auf der Liste stehen. Und last but not least,
tatsächlich der einzige Release aus der Liste, die ich da vorgeschlagen bekommen habe, den ich sofort erkannt habe und wo ich mir nämlich auch gleich gedacht habe, hey, wow, urgeil, den hatte ich nämlich schon so oft mehr oder weniger einen halben Klick vom Bestellbutton entfernt bei irgendwelchen Aktionen oder so, und der Film ist dann wieder aus dem Warenkorb rausgeflogen, zum Beispiel eben bei der letzten Multi-Buy-Aktion im Kochfilm-Store oder auch teilweise bei so größeren Aktionen wie Amazon. Jetzt einfach nur aus dem Grund, weil ich dann irgendwann einmal gesagt habe, so, jetzt ist vorbei. Du kannst einfach nicht alles bestellen, warte auf die nächste Aktion. Und so ging es mir witzigerweise bei genau dem Film mehrfach, wobei mich eben der Film, der eben im Stil von David Cronenberg sein soll, wirklich interessiert hat. Und ich kam bis jetzt noch nie dazu, ihn in die Sammlung aufzunehmen. Jetzt, dank Harvey und Claudia, habe ich ihn. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und in dem Sinne möchte ich noch einmal euch beiden sagen, vielen, vielen Dank. Nicht nur für das nette Angebot von Pancho Villa Reitet, sondern generell auch für die Goodies im Sackerl. Ich habe mich riesig gefreut. Liebe Grüße und Dankeschön.